Hi Leute, mir geht es heute mal darum, dass ihr nicht hingehen sollt und euch vergiften sollt beim Bärlauch sammeln. Es gibt Maiglöckchen, die sehen dem Bärlauch sehr ähnlich. Geht nur an Plätze, wo ihr wisst, dass es auch echter Bärlauch ist. Nicht an Stellen, wo beides wegwachsen kann, das könnte super gefährlich sein. Der Hauptunterschied ist die Pflanzart, wie der Bärlauch aus dem Boden schießt, wie das Maiglöckchen aus dem Boden schießt. Später, wenn die Blütenstängel kommen, klar, lässt sich leichter erkennen. Aber hier, das Maiglöckchen kriegt einen Stiel, aus dem die Blätter entstehen. Die Blüte, auch gut zu erkennen, sieht komplett anders aus wie beim Bärlauch. Beim Bärlauch sieht es erst aus wie eine einzelne Knospe, aus der dann die Blüte entsteht. Also sprich, ihr erkennt es an den runden Blättern, die sich dann auseinander bilden, also sprich Blatt aus Blatt. Die gehen dann sozusagen auf und bilden nebendran einen schönen Stängel für die Blüte. Ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Ja? So, der Bärlauch wächst komplett anders. Dazu jetzt gleich dann Vergleichsbilder. Und am Geruch würde man es auch merken, denken viele. Wenn ihr aber schon angefangen habt zu sammeln und ihr riecht dann an den Blättern, dann riecht ihr auch an euren Fingern schon den Bärlauch, den ihr vorher geerntet habt. Deshalb ist das keine gute Methode. Schaut euch also bitte immer genau an, was ihr sammelt. Und mit etwas Glück findet ihr dann sogar noch ein paar schöne Frühjahrspilze dazu für eine leckere Morchelrahmsoße, zum Beispiel fürs Rumsteak oder einfach mit Reis. Super lecker! So sieht klassischerweise der Bärlauch aus. Jungpflanzen, Altpflanzen nebeneinander. Es kommen alle Stängel nebeneinander. Die Blätter sind weicher. Man riecht es sofort. Die Blüte ist eine Knospe, aus denen man auch wunderbar Waldkapern, nennt sich das, herstellen kann. So wie man Essiggurken einlegt, nimmt man diese Knospen, legt sie ein in einem Essigsud und bekommt eine wunderbare Beilage für auf die Pizza zum Beispiel drauf zu legen. Man kann auch die Blätter zum Beispiel dünsten oder auch diese einlegen, aber am besten schmecken tatsächlich die Kapern. Leichte Schärfe mit drin. Ein wunderbarer Snack für zwischendurch, wenn man es gerne etwas deftiger, würziger mag. Oder eben wie gesagt als Belag für Pizza, für in eine Penne Arrabbiata oder solche Dinge einzusetzen. Auch wenn man es mag bei Wild, ein super tolles Kraut aus dem Wald. Aber wie gesagt, vergiftet euch nicht. Keine Maiglöckchen dazu sammeln, weil das geht definitiv schief. Seid also bitte vorsichtig. Und denkt auch an die Natur. Rennt nicht mitten durch den Wald und trampelt alles kaputt, sammelt überall alles ab, sondern an den Rändern. Klar, da hat man wieder Angst, es pinkelt vielleicht ein Hundchen drauf oder so, aber könnte man auch abwaschen. Geht einfach an Stellen, wo nicht so viele Spaziergänger sind. Und viel Spaß!